Wir haben gehört, dass Borwec mit seiner wunderschönen Altstadt ein gemütlicher Ort ist, wo man richtig schön durch die Gassen gehen kann. Ob das wirklich stimmt, zeigen wir euch in diesem Video. Wir sind gerade unterwegs zum Bäcker, weil uns haben schon voll viele Leute gesagt, dass die Bäcker in Kroatien hier voll super sein sollen. Und hier auf diesem Campingplatz, wo wir sind, der ja voll riesig ist, also ich glaube 1000 Abstellplätze, gibt es auch mehrere Bäckereien und die sind jetzt schon gespannt, dass wir da zum Frühstück was ergattern werden. Also wir sind jetzt hier beim ersten Bäcker und hier sind wir eindeutig zu spät, weil hier ist schon alles leer. Aber zum Glück ist der Campingplatz so riesig, dass es hier noch mehrere gibt. Okay, wir haben echt so ein Marmelade-Croissant und so ein Vanille-Kopf. One of this and one of this. Two of them. Also unser Frühstück haben wir bekommen. Hier am Campingplatz gibt es wirklich alles. Hier zum Beispiel ist jetzt der Poolbereich. Also es gibt, glaube ich, insgesamt 4 Pools. Keine Ahnung, wie viele Restaurants und Supermärkte, alles Mögliche. Also es ist fast so aufgebaut wie eine Stadt oder wie ein Resort. Ist jetzt weniger so das Camping-Feeling, wie wir gedacht haben, weil man hier halt alles hat. Aber für den Anfang echt super mal. Wir machen uns zum Frühstück jetzt noch einen Kaffee. Wir wärmen das gerade mit unserem Reise. Auf. Man braucht hier auf Campingplätzen immer so einen besonderen Stecker, nämlich einen Campingstecker, ich glaube so heißt der auch wirklich. Das ist den, den wir uns ausgeliehen haben, denn ansonsten hat man hier keinen Strom, der normalerweise dabei ist. Der Campingplatz hier, auf dem wir sind, der ist total riesig. Es gibt 1000 Stellplätze und bis zu 6000 Menschen können hier schlafen. Und das ist nicht mal der einzige Campingplatz, sondern es sind noch ein paar weitere hier. Und hier kann man wirklich alles Mögliche machen. Also eben schon, wie gesagt, einkaufen, Swimmingpool, Bäckereien, aber eben auch Angebote wie Parasailing, Jetski fahren, einen riesigen Aquapark gibt es für Kinder und Erwachsene, glaube ich. Und es ist der Strand hier direkt auch neben dem Campingplatz. Sieht hier eben so aus als Stein. Aber es ist hier auch ziemlich viel los. Man merkt es, dass viele mit ihren Kindern herkommen und es eher für Familienurlaube, glaube ich, geeignet ist. Wir sind jetzt übrigens ein bisschen außerhalb von Borwec, so circa 6 Kilometer. Und jetzt fahren wir in die Stadt und schauen uns mal die Stadt an und wie viel dort los ist. Wir sind jetzt 10 Minuten hier in die Altstadt von Borwec gefahren. Also wir sind jetzt kurz vor der Altstadt von Borwec, die sich genau hier hinter uns befindet. Hinter mir ist einer der erhaltenen Stadttürme von Borwec und wenn man genau hinschaut, sieht man den Markuslöwen. Und wer sich ein bisschen geschichtlich auskennt, der weiß, dass der Markuslöwe das Zeichen von Venedig ist. Heute von der Stadt Venedig und früher von der Republik Venedig, wo auch Borwec dazugehörte. Und in Istrien, wo wir ja gerade sind, und auch Borwec, war die Mehrheitsbevölkerung über lange, lange Zeit italienisch. Bis heute ist eben vor allem die Altstadt italienisch und romanisch geprägt. Die Straßen hier in der Altstadt sind übrigens super, super schön. Also jedes Haus hat eine andere Farbe, es ist so ganz niedrig und die Fensterläden sind total schön. Und es ist extrem ungewohnt für mich, hier jetzt zu vloggen, weil halt voll viele Leute uns verstehen und ja, ist jetzt ein bisschen ein eigenartiges Gefühl noch. Also diese Süßigkeitenläden sehen echt verlockend aus. Aber ich habe vorher auf Google Maps schon gelesen, dass es halt irrsinnig teuer sein soll und deshalb gehe ich bewusst nicht rein, damit ich auch nichts kaufen kann. Eine gute Eselsbrücke übrigens, falls ihr euch die Stadt nicht merken könnt, gibt es von Patrick. Er denkt nämlich dann immer an Haferbrei, also das englische Wort von Haferbrei. An, weil Bier das so gern hat. Weil das heißt nämlich Porridge und die Stadt hier heißt Porridge. Weil die Stadt hier so italienisch geprägt ist, genauso wie ganz Istrien, und weil wir von allen gehört haben, dass Pizza in Kroatien noch besser sein soll als die italienische Pizza, werden wir jetzt Pizza essen gehen. Aber nicht irgendeine Pizza. Sondern eine der größten Pizzen, die wir jemals irgendwo gesehen haben.
Also hier neben uns hat sich jetzt wirklich jemand diese XXXL-Pizza mit 1,20 Meter Durchmesser bestellt. Diese ist doch ein bisschen zu viel für uns und da steht hier eben auch, dass die für 8 Personen sein soll und sogar die XXL ist für 6 Personen. Also wir nehmen uns jetzt nur mal jeder die XL-Pizza. XL? Und eine Bewohner XL. Jonne. Ist schon groß. Die Pizza hier hat echt die richtige Größe für Pizzaliebhaber wie uns. Aber ich bin gespannt, ob wir die echt runterkriegen. Okay, wir haben jetzt nicht alles geschafft. Das war jetzt eindeutig viel zu viel für uns. Und wir haben uns deswegen den Rest eingepackt, hatten damit aber eh schon gerechnet, weil wir fahren morgen an den nächsten Ort und da werden wir das Proviant dann gut brauchen können. Und jetzt schauen wir nochmal in die Altstadt rein und lassen es am Abend jetzt auf uns wirken. Also Leute, wir können normalerweise echt richtig viel und richtig große Portionen essen, aber das war einfach so viel. Also ich habe jetzt nicht mal 3 Stück Pizza geschafft und bin komplett voll. Die war einfach so dick belegt. Ja, mit voll viel Käse, Öl, richtig viel Teig. Boah, also das zahlt sich echt aus. Also die Stadt hat sich jetzt ziemlich gewandelt. Von den kleinen, gemütlichen Gassen ist jetzt nicht viel übrig geblieben. Sie haben sich nämlich total gefüllt. Also wir sind echt froh, dass ihr am Nachmittag hier waren und können euch das auch empfehlen, am Nachmittag herzukommen und dann durch die Altstadt zu gehen, weil es zahlt sich wirklich aus, herzukommen, weil die Altstadt wirklich wunderschön ist. Ja, wir sind wirklich froh. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben hier und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!